Liebe Filmfreunde, bevor ihr euch das YouTube-Video eurer Wahl anschaut, bitte ich euch einen Moment um eure Aufmerksamkeit. Schaut auch bei meinen Fucking Freaks-Kollegen, der Moviepicker, der Filmangler, Aquifilms Filmecke, Cybertronian Soldier und Jigsaw vorbei, die zu diesem Thema ein individuelles Video gemacht haben. Die Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung und alle Infos zu unserer Spendenaktion. Hallo zusammen, wir Fucking Freaks starten wieder eine Spendenaktion und letztes Jahr, ja, wo ging das Geld hin? Ans Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln und somit konnten wir mit 4000 Euro dank euch da draußen das Kinderkrankenhaus ein bisschen unterstützen, damit die Kinder ein bisschen mehr Spaß dort haben, ja. Und auch schneller geheilt werden können, je nachdem, für was das Geld dort verwendet wird. Das Wichtigste ist aber, wo spenden wir dieses Jahr hin? Dieses Jahr spenden wir an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Und da schaut auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist der Link zu deren Website und die haben da einen richtig schönen Text verfasst, um was es da geht. Es geht darum, dass es Kindern und Jugendlichen in den letzten Tagen nochmal schön gemacht wird. Hier werden Kinder und Jugendliche betreut, die an einer Krankheit erkrankt sind und keine hohe Lebenserwartung mehr haben, ja? Die in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren daran sterben werden und die kümmern sich darum, dass den Kindern und auch deren Familie, damit die da besser umgehen können, damit die dort einfach nochmal ein paar letzte schöne Wochen oder Monate haben. Und ich denke, letztes Jahr haben wir geholfen, den Kindern geholfen, gesund zu werden und es gibt Kinder und Jugendliche, die haben eben nicht so das Glück und ich finde, denen sollte auch geholfen werden. Ja? Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich denke, dass meinen Fucking Freaks Kollegen ähnlich geht. Wir sind in der Öffentlichkeit, ja, im öffentlichen Leben. Wir stehen hier davor, vor der Kamera, reden mit euch. Und auch wenn wir nur eine minimale Reichweite haben, also wirklich minimal, ja, trotzdem haben wir es mit eurer Hilfe da draußen geschafft, letztes Jahr 4000 Euro einzunehmen und das zu spenden. Und jede kleinste Reichweite, die man hat, ja, sollte man dann doch auch, man sollte es wahrnehmen und sollte dann auch ein bisschen was Gutes tun. Und ich war auch nie der Fan von Spenden. Wenn ihr jetzt sagt, boah, Spenden ist überhaupt nichts, nicht meins, war ich auch nie der Fan von. Aber jetzt, wo ich weiß, wo es hingeht, da, dass ich auch das Geld selber übergeben habe mit dem Olli und dem Patrick zusammen, ist es doch auch eine ganz andere Sache, das mal mitzubekommen. Und ich finde, das ist eine wirklich super Sache. Also, spendet, ja, spendet, spendet, spendet. Und zwar Filme oder irgendwas anderes, Merchandise, CDs, Platten, MCs, von mir aus auch Laserdiscs oder sonst irgendwas, ja, irgendwas Filmbezogenes, das auf jeden Fall, ja, irgendwas Filmbezogenes, es müssen nicht immer nur Filme sein, ja, es kann auch mal was ganz anderes sein. Und das könnt ihr uns spenden, das könnt ihr uns zuschicken. Und zwar dem Moviepicker unter dermoviepicker@web.de erreicht ihr ihn. Oder dem Patrick, ja, derfilmangler@gmail.com. Oder mich, der Demo, ja, hessensammler01@freenet.de. So könnt ihr uns drei erreichen und könnt uns eine Nachricht schicken. Hey, wir haben ein bisschen was. Wir wollen euch ein bisschen was zukommen lassen. Wir wollen euch eine kleine Spende zuschicken, die wir dann verkaufen. Ja, und wo verkaufen wir die?
Ja, dieses Jahr auf keiner Filmbörse. Dieses Jahr sind wir auf der Weekend of Hell am 2. und 3. September. Ja, am Samstag und Sonntag sind wir auf dem Weekend of Hell und dort verkaufen wir dann die ganzen Spenden, die wir letztes Jahr noch hatten und die wir auch dieses Jahr noch bekommen werden. Die verkaufen wir dann dort. Aber bitte, 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 hört zu. Sei es Harry Potter, Herr der Ringe, Fast and Furious, Transformers, Resident Evil. Die haben wir en masse. Die, bitte, die brauchen wir echt nicht. Die werden wir nicht los. Und wir haben genug davon. Ja? Und wenn der ein oder andere sagt, ach, die hätte ich aber gern. Ja? Wir haben genug. Ja? Deshalb davon bitte keins. Aber der Rest könnt ihr uns alle zuschicken. Und so, ja, wenn ihr uns die Ware zusendet, habt ihr gespendet, aber auch wenn ihr aufs Weekend of Hell kommt und uns dort ein paar Filme oder ein bisschen Merchandise oder sonst was wir da am Stand rumliegen haben, kauft, so spendet ihr auch mit. Ja? Und es würde uns wirklich freuen, wenn wir das letzte Jahr sogar noch toppen könnten. Ja? Das wäre natürlich, das wäre bombastisch. Ja? Und ja, wie gesagt, die Kinder und Jugendlichen, die würden sich da richtig drüber freuen. Wir wollen helfen und es war das letzte Mal auch schon sehr emotional, als wir das erste Mal das Geld gezählt haben, ja, nach dem Samstag. Ich glaube, bei dem einen oder anderen, ja, beim Patrick, beim Olli und bei mir, sind da doch schon ein paar Tränchen gerollt. Also es war überwältigend, ja, und das schaffen wir dieses Jahr doch wieder, oder? Ja, dann war's das auch schon wieder. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein. Ja, dort ist alles verlinkt, dort ist auch jeder fucking Freak verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Jeder macht sein individuelles Video zu diesem Thema. Und ja, der Patrick, der Olli und ich, wir freuen uns auf eure E-Mails, auf eure Pakete, auf eure Spenden. Und wir freuen uns, dass es bald September ist und dass wir euch, genau euch da draußen, mal wieder sehen können, das Patschehändchen schütteln können, ein paar Worte wechseln können und einfach nur einen oder zwei natürlich, gell, zwei schöne Tage erleben dürfen mit einem super Ergebnis, damit wir dem Regenbogenland einen, ja, eine kleine Spende überreichen können. Also, danke, dass ihr dabei wart und tschüss, macht's gut, euer Timo.